Was anderes. Wippe? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf so einer Wippe. Hast du Lust? Ja. Na dann, rauf mit dir auf die Wippe. Und wir sollten vorsichtig sein, sonst katapultieren wir den noch nach oben. Ist ja viel kleiner als wir, der kleine Knopf da. Dann mal rauf mit unserem Hintern. Komm, Dad, lass mich fliegen! Fliegen kannst du haben. Ach, wir drücken es nur nach unten mit unserer reinen Muskelkraft. Glücklich. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Beschäftigung. Ich finde etwas anderes für uns beide. Okay, was anderes. Wie wär's mit dem Drehkarussell? Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Na dann voll Karacho. Setz dich mal drauf. Wir geben Vollspeed. Wir machen den Helikopter. Und schieben, 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 schieben. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ich gebe mir ja Mühe. Fällt der Daumen gleich ab. Oh, jetzt habe ich versagt. Ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Ach ja, möchtest du gehen? Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Wir sollten gehen. So, wo bist du denn? Ach da, packst gerade deinen Rucksack. Dann komm mal, es scheint schon wieder zu regnen. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ja. Ich auch schon. Ich auch. Na, wo gehst du denn hin? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Na, dann holen wir doch mal die Karte. Für das Karussell. Auch wenn es schon regnet, aber eine Runde geht schon noch. So, eine Runde bitte. Einmal. $1. Na, und jetzt geht's gleich los. Wir wollen zuschauen. Vater. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Geschafft hier. So schnell reagieren. Wieso befinden wir uns immer in der Carnaby Street wieder?
Sean? Sean! 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 Wir waren doch noch eben hier. Wo ist Sean? Sean! Oh mein Gott, verdammt. Sean! Sean, da ist ein Rucksack. Der Akku für Controller 1 ist leer, verdammt. Sean! Sean! Mensch, wo ist der hin? Sean! Sean! Hey! Ach, Herr Jemine. Sean? Sean! Wo ist er denn? Vielleicht oben in seinem Zimmer? Komm schon, komm schon, komm schon. Sean! Hier auch nicht. Wo ist er? Ach, herrje. Och, Mensch. Sehr mysteriös das Ganze. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Schon wieder. Das war wohl der Bonus. Der Controller 1 ist leer. Spielen Sie ohne Batterie das Spiel mit Gehirnübertragung. Dienstag. 19.55 Uhr, 33,68 mm. Polizeirevier. Dauer. Glauben Sie, es dauert lang? Nein, er ist bald fertig. Ach, ich bin ungeduldig. Erstmal die Formalitäten, dann kann ich die richtige Arbeit erledigen. Gelangweilt. Ist mir langweilig. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Perry. Ich muss Captain Perry treffen. Befehl ist Befehl. Ich hasse diese interne Politik-Scheiße. ARI. Ein bisschen ARI-Zeit wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Setzen wir doch mal auf und schauen, was das Ding zu bieten hat. Was es für sein Geld verspricht. Ich weiß zwar nicht, was es gekostet hat, aber bestimmt war es nicht billig. Ach, guck an. Ach hier, die kleinen Panzer hätte ich gern. Ja, okay, dann der Ball geht auch. Eine nette Sache für ein Wartezimmer. Sowas bräuchte man. Hopp. Ach ja, hopp. Kannst auch irgendwelche Kombos machen, Jaden oder so. Ich mach da nix. Brauchst nicht zugucken. Er hat sich gerade gekratzt wie so ein Affe am Kopf, der Polizist. Das sah auch aus wie ein Affe irgendwie ein bisschen. Oh. Ich bin weg, Charlene. Ich schaue mir die Berichte später an. Sagen Sie alle Termine heute okay. ab. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden vom FBI ist hier. Tag auch. Jaden, natürlich. Wir haben Sie erwartet. Ich bin etwas in Eile. Kommen Sie mit? Wir unterhalten uns auf dem Weg. Ja, sicher. Ich wollte mich bei Ihnen noch vorstellen, bevor ich mit der Arbeit beginne. Oder passt es Ihnen gerade nicht? Doch, doch. Es passt. Ich muss zur Pressekonferenz. Die sind jetzt täglich. Es ist nicht einfach, immer etwas für die zu finden. Zum Glück haben wir heute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Haben Sie schon Lieutenant Blake getroffen? Ja, heute Morgen. Er hat so seine Methoden, ist aber ein guter Mann. Sie kommen sicher gut klar. Können Sie eine Krawatte binden? Ich glaube schon. Na, probieren wir es mal. Ehrlich gesagt, ich war nicht scharf auf das FBI, aber die Presse.
belagert uns. Der Origami-Killer-Fall erwischte uns und ist jetzt von nationalem Interesse. Hunderte von Mördern laufen frei rum. Aber Sie wissen ja, dieser Typ ist exotisch. Hinterlässt Blumen und Origami-Figuren. Kapier das einer. Dann kriegt die Presse Wind davon und wir sind der Mittelpunkt der Welt. Ich bin hier, um einen Serienmörder zu schnappen. Bei allem Respekt, Sir, alles andere geht mich nichts an. Nein, natürlich nicht. Ich bitte Sie nur, dass es vorangeht. Und zwar schnell. Die Presse will einen Täter. Und wir müssen ihn servieren auf einem Silbertablett. Nicht schlecht. Cool, wa? Ich habe mein Diplom im Krawattenbinden gemacht. Gehen Sie zu Charlene. Sie zeigt Ihnen ihr Büro. Kommen Sie zur Pressekonferenz, wenn Sie das interessiert. Da bekommen Sie einen Eindruck vom politischen Klima hier. Danke, Sir. Willkommen im Club, Jaden. Willkommen auch. So, und was haben wir denn jetzt hier für Gedanken? Einmal Charlene. Ich muss die Assistentin von Perry bitten, mir mein Büro zu zeigen. Ich muss unbedingt arbeiten. Ja, das müssen wir. Blake. Ich habe Blake bei meiner Ankunft gesehen. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Durstig? Ich verdurste. Nie ist ein Wasserspender in der Nähe, wenn man ihn braucht. Dagegen können wir doch was machen, oder? Herumgehen. Ich sehe mich mal im Revier um. Vertrete mir die Beine. Okay. Pressekonferenz. Harry hält gerade die Pressekonferenz. Könnte interessant sein, reinzuschauen. Da gehen wir gleich mal rein. Komischer Kerl, dieser Captain Perry. Scheint sich mehr für die Pressekonferenz zu interessieren, als für die Lösung des Falls. Ach, hier ein Kaffee. Dolce Gusto, oder was ist das? So, ja, da bin ich wieder kurz. Jetzt habt ihr euch bestimmt gewundert, warum ich nichts gesagt habe. Noch kurz zurechtrücken. Ich habe eben mal schnell in der Szene versucht, meinen Controller anzuschließen. Beziehungsweise es ist mir erfolgreich gelungen, den anzuschließen. Da ja der Akku leer gewesen ist. Aber die Szene war dann wohl doch kürzer wie gedacht. Sodass ich jetzt eine Weile dumm rumgestanden bin. Nein. So, ach, hier ist die Pressekonferenz. Er hat keinen Kontakt hergestellt. Wir haben nur die Morde, die etwas über sein Motiv aussagen. Ja, weiter bitte. Es wird behauptet, die Polizei verfolge den Fall nicht intensiv genug, weil die Opfer aus armen Verhältnissen stammen. Was sagen Sie dazu? Das ist Unsinn. Die Polizei unterscheidet bei Opfern nicht nach sozialer Herkunft. Wahr ist, dass der Origami-Killer anscheinend seine Opfer bevorzugt in ärmeren Stadtteilen sucht. Die höhere Verbrechensrate dort erschwert der Polizei die Ermittlung. Ein paar Fragen noch. Ja? Angeblich hat das FBI einen Profiler geschickt, der mit Ihnen ermitteln soll. Ist das wahr? Sie sind gut informiert. Ja, wir haben das FBI gebeten, die Ermittlung mit einem Profiler zu unterstützen. Wir wollten das in den nächsten Tagen bekannt geben, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Laut zuverlässiger Quelle übt das Rathaus Druck auf die Behörden aus, nicht von einem Serienmörder zu sprechen. Man befürchtet Auswirkungen auf die Wahlkampagne des Bürgermeisters. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Reine Spekulation. Zu keiner Zeit war der Bürgermeister in die Ermittlung eingeschaltet. Außer natürlich, um die Polizeiarbeit zu unterstützen. Danke für Ihre Mitarbeit. Eine Frage, bitte. Eine letzte Frage. Captain Perry, bitte. Captain Perry, noch eine Frage. Captain Perry, bitte noch eine Frage. Mann, sind die aufdringlich, die Presse. Der Fall ist der Aufmacher in allen Zeitungen. Keine leichte Aufgabe, die Ermittlungen unter den Augen der Öffentlichkeit zu führen. Gefühl. Die Ermittlung wird mir langsam unheimlich. Mann, reiß dich zusammen.
Reiß dich zusammen, Jake. Wir gehen jetzt mal Charlene, oder wie die heißt. Uhr? Schöne Uhr. Oh, das ist das Geschenk für unsere neuen Lieutenants. Wir kaufen bei jeder Beförderung seit 20 Jahren immer dieses Modell. Wissen Sie, sowas ist sehr nützlich und es kommt immer wieder gut an. Sie können gern was dazugeben, wenn Sie möchten. Wir brauchen noch was. Okay. Sagen Sie Larry meinen Glückwunsch. Das mache ich sehr gerne. Büro? Captain Perry sagt, Sie zeigen mir mein Büro? Ja, natürlich. Kommen Sie. Vielen Dank. So, wo ist sie denn hin? Ach, da. Da ist sie. Nur nichts überstürzen. Ach, hey, ich sehe von hier aus schon die Spinnenweben. Ah, na, das? Toll. Das ist mein Büro? Sie sollen hier erstmal warten. Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie Bescheid. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich den Mund nicht mehr zu vor Entsetzen. Okay, Zeit zu arbeiten. Akten. Keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Zuerst die Akten analysieren. Büro. Wow, ein Wandschrank. Naja, ich wollte einen ruhigen Platz zum Arbeiten und den habe ich jetzt. Tja, den haben wir. Gut. Dann ran in den Schreibtisch. Doch vorher etwas aufräumen. Weg mit dem Mist. Wir brauchen nichts auf unserem Schreibtisch. Blanko ist am besten. Etwas verschieben. Na, komm. Ist der aus Stahl oder was? Heieiei. Ah. So, ausgezeichnet. Dann setzen wir uns mal. Und fangen an zu arbeiten, würde ich sagen. Jo. Ari. Mehr brauchen wir nicht. Schritt 1. Das Büro wechseln. Das Büro wechseln. Und das ist eine nette Fähigkeit, die er da hat. Seid gespannt. Sowas könnte man gebrauchen. Wählen. Wie wäre es zum Beispiel damit? Zack. Und schon befinden wir uns auf dem Mars. Hier lässt es sich ruhig arbeiten. Ah, doch etwas trocken, würde ich sagen. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Wolken. Ah, das sieht doch mal himmlisch aus. Hier oben arbeitet sie es bestimmt gut. Wasser. Ja, das hat auch was. Haie machen einem ja Angst. Und wir haben noch Herbstwetter. Auch nicht schlecht. Ah, naja. Hier summt und kriecht mir zu viel. Das nehme ich mal nicht. Ich entscheide mich mal für die Wolken. Das hat mir am besten gefallen. So. Oben auf einem Berg mit einer wunderbaren Aussicht und dem Fluss da unten. Hier arbeiten wir mal. So, weg damit. Und dann schauen wir mal, was wir haben. Gucken wir uns mal Hinweise an. So, wir haben zum einen Reifenspuren, die wir analysieren können. Der Killer fährt wahrscheinlich einen 83er Chevrolet Malibu. Nett. Geoanalyse. Keine Daten für Geoanalyse. Ach so, okay. Da können wir nämlich gucken, wo auf der Karte so etwas vorkommt. Eine Origami-Figur analysieren.
Keine Abdrücke oder Hinweise. Hilft nicht gerade viel. Aber vielleicht sagt uns die Geoanalyse mehr. Vielleicht, wo es Origami-Geschäft gibt oder sowas. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Eins, okay. Was haben wir noch? Eine Orchidee. Analysieren. Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ja, wir können mal gucken, wo es die überall gibt. Da bestimmt an haufenweisen Punkten. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Ja. Da können wir gleich nach allem Möglichen suchen. Weg damit. Gucken wir mal die Akten an. Die da. Und die da. So, Origami-Killer-Opfer. Vorgehensweise. Öffnen wir mal. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Ach, sie werden ertränkt. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Keine einzige verdammte Spur. Können wir das analysieren? Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Ach, wer hat heutzutage keine freie Zeit? Geoanalyse. Finden wir wahrscheinlich nichts, ja. Keine passende Daten, denn sonst könnten wir gleich den finden, wenn wir wüssten, wo er ist. Schauen wir uns nochmal die Opfer an. Na, geh auf, schwere Akte. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Warum lässt er alle ertrinken und warum immer Kinder? Analysieren. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Das war ja cool gerade. Bei den Opfern hat man gesehen, das Datum September 2011, November 2011 und so weiter. Das Spiel scheint wohl das aktuelle Datum als Anhaltspunkt zu nehmen und tut dann die letzten zufälligen Daten auswählen. Das ist cool. Weil vor einem Jahr hat es dann noch keine 2011 angezeigt. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. In der Tat, aber wir haben einen Radius, auf den wir uns beschränken können. Weg damit. Dann gucken wir uns mal die Umgebung an. Ach so, nee, die Umgebung war ja bloß... Genau, das war ja bloß das. Weg damit. Den Mist. Ari schließen. Wir haben alles soweit durchgearbeitet. Die Karte war ja unnütz. Was ist nur mit Jaden wieder los? Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Und dann mal hoch mit dir. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Oh. Alles okay. Alles? Ich weiß, ich schaff das. Okay. Ich weiß, ich schaff das. Du musst keine Medikamente nehmen, Jaden. Oh. Büro verlassen. Nicht das Tripto nehmen. Keine Macht den Drogen. Komm schon, du siehst aus wie ein Alien. Ist alles in Ordnung, Sir? Da hinten ist das Bad. Alles in Ordnung, Chief.
Machen Sie sich keine Sorgen. Keiner. Keiner darf es sehen. Keiner darf es sehen. Ich wackel nicht. Oh.